Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es mal ganz was anderes. Ich habe ja gesagt, ich würde gerne ein bisschen mehr Free Flow aus meinem Alltag berichten. Also ich hätte niemals gedacht, dass ich da ein Video rüber mache. Ich mache es aber trotzdem, weil es wirklich viele von euch interessiert. In den letzten Jahren ist es einfach mehr und mehr gang und gäbe geworden, dass man leider unsere Fahrzeuge nicht mehr so viel durch die Gegend fährt, sondern die sogenannten Trailer Queens sind entstanden. Und man trailert einfach ein Auto. Das kann damit zusammenhängen, dass die Autos illegal sind, dass die Autos für die Rennstrecke umgebaut sind, dass man sein Auto schonen will. Das ist nämlich übrigens auch der Grund, warum ich diesen Trailer eingekauft habe. Ja, auf jeden Fall ganz, ganz viele Fragen wirklich immer wieder. Ey Philipp, gefühlt seid ihr nur mit Anhänger unterwegs, was auch vollkommen korrekt ist. Kannst du mal was zum Thema Anhänger sagen? Wie, wo, was, welchen Anhänger soll man kaufen? Wie teuer ist sowas? Worauf muss man achten? Etc. Genau, das machen wir heute in diesem Video. Und zwar, ja, ich habe diverse Anhänger, genau genommen 3 Stück für Kfz. Da kommen wir später drauf. Das Thema Anhänger an sich ist auch eine Thematik, die nicht unbedingt immer Geld kosten muss, sondern eigentlich am Ende sogar Geld sparen soll, weil man halt die Fahrzeuge schont. Und genau da kommen wir nämlich auch zum Punkt. Ich habe diesen Anhänger 2014 gekauft, als ich damals auch den Lambo gekauft habe. Und da brauchte ich einfach einen Trailer, mit dem ich das Fahrzeug, ich weiß es noch, der Lambo stand auf irgendeiner Messe. Lambos waren immer gerne Ausstellungsstücke und musste dann von A nach B gebracht werden. So. Riesenproblem bei vielen Anhängern, überhaupt erstmal so ein Auto auf den Anhänger draufkriegen, weil zu den Zeiten, wo ich noch wirklich viele Fahrzeuge geschlachtet habe, gekauft habe, aber mir selber noch gar keinen Trailer leisten konnte, musste ich immer mir einen Trailer leihen und das war immer ein Riesenproblem, weil, oh, jetzt habe ich gleich einen nassen Arsch bekommen, viele Trailer haben die Reifen außerhalb des Trailers. Das hat den Vorteil, dass der Trailer tiefer ist, weil einfach das Plateau zwischen den Reifen ist. Hat allerdings den Nachteil, dass man erstens, wenn man die Tür aufmacht, gerne gegen die Reifen kommt. Zweitens, der Anhänger gleich viel breiter ist. Dieser Anhänger, ein Fitzel, und ich bin wirklich, deswegen mache ich dieses Video, weil ich mache immer nur Videos, wenn ich Sachen wirklich, wenn ich irgendwo von überzeugt bin und euch einfach was mit ins Leben geben will. Sagt man das so? Nee, wenn ich euch mit etwas mit. Ich gebe euch etwas fürs Leben mit. Ne, ist egal. Ich gebe euch etwas auf eure Reise mit. Diesen Trailer kann ich wirklich, so wie er hier steht, einfach nur empfehlen. So, kommen wir zum Punkt. Reifen sind drunter, nicht daneben. Das heißt, Trailer ist höher, aber schmaler. Das heißt, dieser Trailer hat 2 Meter Breite. Das heißt, wenn ich den hinter meinem Bus ziehe, hat er genau die Breite des Busses. Man braucht eigentlich gar nicht darauf achten, ob man Überbreite hat, wie auch immer. Überall, wo ich mit dem Bus durchkomme, komme ich auch mit dem Trailer durch. So, ein wichtiger Punkt. Dann kommen wir erstmal zu den Preisen. So, pass auf. Wir blenden mal Fotos ein. Ich habe nämlich vorhin geguckt. Diesen Trailer habe ich am 28.08.14 gekauft. Gibt es hier ein geiles Bild mit unserer braunen Praline davor. Da sieht die braune Praline auch aus wie neu. Da waren sogar noch hier so Bauarbeiterkästen mit bei. Die habe ich sogar tatsächlich noch. Die schraubt man hier dran. Irgendwo sieht man die Abdrücke noch. So ein bisschen, wo die dran geschraubt waren. Ja, hier. Genau. Da hat man Scharniere dran geschraubt und dann kann man den Trailer rundum zuklappen und kann theoretisch Erde mit, wie auch immer, durch die Gegend fahren. Der war damals neuwertig und hat gekostet, haltet euch fest, 7.020 Euro brutto. War damals viel Geld für einen Trailer, aber Initiator bzw. derjenige, der mir diese Fitzel-Liebe mit auf den Weg gegeben hat, war der Mike Harder damals. Der hatte einen Trailer, der war wirklich wie geleckt. Der war konserviert, immer sauber und so weiter. Und der hat immer gesagt, wenn Trailer, dann Fitzel. Andere Trailer, keine Ahnung, gingen damals so los bei 1.500 Euro. Ich sag immer so als Beispiel diesen typischen Polen-Anhänger. Das heißt, 2 Fahrbahnen, wo das Auto drauf geht, Räder daneben. Wir machen mal mobil auf und gucken einfach mal kurz, was so ein Trailer heute kostet. So, jetzt haben wir vom Typ her den 2720. 27, die erste Zahl, steht bei Fitze immer für das zugelassene Gesamtgewicht. 27 heißt 2,7 Tonnen. Das 20 dahinter steht für die Breite. Die gibt es nämlich auch noch in größer, länger, breiter etc. Ja, krass. Wir nehmen einfach mal den billigsten, weil wir wollen ja hier transparent sein. Der billigste hiervon kostet 2720 41 ZW, genau mein Trailer. ZW steht für Zwillingsbereifung, da kommen wir später zu. Kostet 5.000 Euro netto. Das heißt 6.000 Euro brutto. 5.950 Euro brutto. Das heißt von der Theorie her, und das ist ein 2007er, meiner ist ein 2010er. Das heißt, selbst wenn ich den Trailer heute verkaufen wollen würde, er war damals neuwertig, würde es heute noch annähernd das gleiche Geld geben. Und das ist jetzt hier der günstigste. Also wir gucken mal, wo der nächste. Ja, es gibt halt auch welche für 11.000 netto. Also die Preisspanne da ist groß. Fakt ist, ich habe auch damals schon gesagt, man wird an so einem Trailer kein Geld verlieren. Das liegt woran? Die Firma Fitzel gibt es nicht mehr. Also ich meine, Fitzel ist damals insolvenz gegangen, wurde aufgekauft und jetzt wird der gleiche Brand, die gleiche Marke, neu
anders unter dem Namen Algema, Anhängerhersteller, produziert. Man weiß nicht genau, was jetzt noch alles gleich ist, wie auch immer. Fakt ist, diese alte Generation von den Fitzeln, die Fitzeln waren übrigens damals ganz oft vom ADAC im Einsatz und sind hinter den LKWs hergefahren. Da kommt das ursprünglich her. So, das heißt, wir können schon mal sagen, dieser Trailer hat mich effektiv eigentlich kein Geld gekostet, was immer schon mal gerade für einen Unternehmer halt gut ist. Nächster Punkt, deswegen machen wir nämlich dieses Video. 2 Jahre vergehen immer so dermaßen wie im Flug rum, dass dieses Ding nächsten Monat leider schon wieder zum TÜV muss. So, und da kommen wir zu dem aller wichtigsten Punkt. Der Wartungsaufwand von diesem Trailer in den letzten 9 Jahren war wirklich, haltet euch fest, gleich null. Ich habe wirklich an diesem Trailer, ist jetzt kein Spaß, nichts gemacht. Alle 2 Jahre TÜV. Beim TÜV muss man immer die Bremsen nachstellen, weil ein Teil der Prüfung ist einfach, dass man die Handbremse anzieht. Und in dem Moment darf der Trailer sich nicht schieben lassen. So. Zwei Jahre wieder um. Das heißt, wir haben schon wieder ordentlich Verschleiß draufgefahren. Das heißt, hier muss jetzt wieder die Bremse nachgestellt werden. Oder, wobei immerhin macht sie ja sogar was, ne? Ein bisschen was, ja. Mal losmachen. Rätsel ist jetzt leichter. Ja. Krass. Also ehrlich gesagt, wollte ich dieses Video machen. Brutal. Ich wollte euch eigentlich in dem Video mitteilen, dass wir eine Trommel runternehmen müssen und einmal den großen Service machen müssen, weil ich eigentlich dachte, die Seile, wie funktioniert so eine Bremse eigentlich? Also eigentlich ist es folgendes. Gebremste Trailer haben hier eine Auflaufbremse. Das heißt, in dem Moment, wenn das Auto bremst, schiebt sich, weil der Anhänger natürlich weiter schiebt, diese Auflaufbremse zusammen. Da ist eine Umlenkung drin und man zieht an den Seilen, wie bei einer Handbremse, und das Auto bremst. So. Ich hatte eigentlich die Hoffnung, euch in diesem Video ein bisschen Verschleiß zeigen zu können und wir mal so eine Trommel runternehmen müssen, weil da kommen wir später zu. Ich habe ja noch ein paar mehr Trailer, das haben wir nämlich bei dem hier gerade gemacht. Aber, was übrigens bei Trailern auch immer geil ist, mit Stützrad, man braucht keine Bühne. Weil man kann über das Stützrad die vorderen Räder in der Luft heben und ohne Stützrad die hinteren. Dann gucken wir uns jetzt nämlich mal die anderen. Na, die macht am wenigsten. Ja. Das heißt, wir gucken hier in die Trommel auf jeden Fall mal einmal rein. So, jetzt seht ihr hier, wenn ihr runterfilmst, da siehst du nämlich die Stange, die von vorne kommt. Das ist die Verbindung von der Auflaufbremse. Und die verteilt sich dann auf die 4 Seile. Und jetzt würde ich als allererstes mal gucken, wenn du das Seil mal entspannst, gucke ich mal, ob sich das bewegt. Du kannst ja mal, Tim, einmal... Zieh mal. Ja, da tut sich nicht viel. Das liegt aber, glaube ich, ehrlich gesagt mehr daran, da muss ich gleich meine Zange holen, dass der ganze Verstellweg in die anderen Bremsen geht. Also er zieht die anderen Bremsen so krass, dass da gar kein Weg mehr für über ist. Dass er hier... So, das müssen wir uns mal angucken. Ah. Weißt du, die ist so krass entspannt, in Anführungsstrichen. Ja, also, Problem kann halt jetzt nach 9 Jahren mal sein, dass, wobei 9 Jahre, das ist ein 2014er Trailer, das heißt, der ist 13 Jahre alt, dass hier natürlich mal durch Salz etc. irgendwann mal auch ein Seil festgeht. Aber Fakt ist, 3 Seile müssen ja auf jeden Fall gehen, weil 3 hat eine Funktion. Einzige, was ich in 9 Jahren Trailer immer wieder gemacht habe, sind die Reifen. Weil diese Reifen müssen bei einer 100 km/h Zulassung, kurz zum Erklären, wann hat ein Trailer eine 100 km/h Zulassung? 2 Punkte. Müssen erfüllt sein, dass ein Trailer eine 100 km/h Zulassung hat. Das ist einmal, der Trailer braucht seitens des Herstellers eine Freigabe für 100 km/h. So, diese Freigabe bekommt er, wenn die Reifen nicht älter als 6 Jahre sind. Das heißt, immer darauf achten, dass die Reifen nur 6 Jahre alt sind. In dem Fall 21. Das heißt, die Pellen sind noch keine 6 Jahre alt. Das heißt, die können sogar draufbleiben. Dann muss der Trailer Stoßdämpfer haben. Ich wollte schon Schalldämpfer sagen. Der Trailer muss gefedert sein und spezielle Stoßdämpfer haben. Und dann gibt es quasi seitens des Herstellers diese Freigabe für 100 km/h. Die wird im Schein eingetragen und fertig. Das heißt aber nicht, dass ihr mit jedem Auto 100 km/h fahren dürft, sondern dann muss der Trailer noch die Kombination erfüllen, dass ihr mit eurem Zugfahrzeug auch 100 km/h fahren dürft. Und dafür ist es ein bisschen komplizierter. Die erste Hauptkennzahl ist zugelassenes Gesamtgewicht. Von dem Trailer muss das Auto ziehen dürfen. So, das ist in dem Fall 2700 Kilo. Zugelassenes Gesamtgewicht. Es ist ganz egal, ob ein Auto draufsteht oder nicht. Mein Zugfahrzeug muss dieses Gewicht ziehen dürfen. Das heißt, mein Bus darf 2,8 ziehen, der Trailer darf maximal 2,7 wiegen, bumm, 100 km/h Zulassung. Nur kurz dafür. Aber sobald die Reifen älter als 6 Jahre sind, einer von allen 8 sofort 100 km/h Zulassung erlöschen. So, deswegen das immer auf jeden Fall im Auge behalten.
So, ja, okay, also da müssen wir einmal eine Trommel abnehmen. Jetzt kurbel ich schon mal wieder runter. Warum diesen Fitzel? Das zeige ich euch jetzt. Also, den ersten Punkt haben wir jetzt schon mal geklärt. Fitzel ist einfach der Hersteller neben zum Beispiel Mötefind und Brian James in Sachen Qualität und Zuverlässigkeit. Der Anhänger ist aus Vollalu. Das heißt, der wiegt laut Fahrzeugschein leer 520 Kilo. Das heißt, wir haben hier eine Zuladung von 2,2 Tonnen, was halt wirklich viel ist. Und auch 500 Kilo ist halt für so einen Trailer wirklich nicht viel. Finde ich zumindest. Ne? Wenn man sich überlegt, wir haben einen Trailer mit einem klappbaren Plateau, einer geschlossenen Fläche. Ist ultra praktisch, weil, keine Ahnung, man fährt mal auf eine Messe, man will mal irgendwas in die Mitte stellen und ratzfatz vermisst man bei einem anderen Trailer, dass man halt in der Mitte nichts stellen kann. Motorräder, Umzüge, wie auch immer. Deswegen mit dem geschlossenen Boden. Achso, und Thema Dreck. Natürlich, wenn ihr viel im Winter fahrt, jegliches Salz, was hochgewirbelt wird, kann natürlich nicht an den Unterboden des Autos. So, und da finde ich, sind 500 Kilo schon eine Zahl. Jetzt muss man dazu sagen, Alu kann natürlich reißen. Das heißt, bei einem gebrauchten Trailer, wenn ihr jetzt so einen Fitzel kaufen wollt, der 15 Jahre alt ist, auf jeden Fall Taschenlampe mitnehmen und unter den Trailer legen, weil selbst diese Achsaufnahmen sind logischerweise aus Alu. Das heißt, da kann so ein Trailer schon mal reißen. Man kann das natürlich ohne Probleme nachschweißen, aber nicht jeder kann halt Alu schweißen und schon gar nicht in der Stärke. Weil ihr seht ja, das sind ja richtig massive Nähte hier. Dann hatte ich auch gesagt, ganz wichtig, ein ZW nehmen, bin ich der Meinung, mit Zwillingsbereifung. Weil, kein Spaß, ne? Wir sind schon auf 6 Reifen von 8 bis zum Wörthersee hin und zurück gefahren, hab's noch nicht mal festgestellt. Nee, es kann wirklich. Wenn, es kann auch sein, dass wir jetzt gleich feststellen würden, dass einer kaputt ist, ein hinterer. Weil man merkt es wirklich nicht. Man kann es vom nicht so einfach kontrollieren, weil man halt nicht so einfach immer drauf guckt. Aber ich sage euch, der Trailer fährt beladen mit 6 Reifen genauso gut wie mit 8. Also da ist wirklich Reserve, bis der Arzt kommt bei, ne? Zum Thema Fahren generell, es ist einfach ein Volltraum. Also man muss wirklich einfach sagen, das Ding, wenn du ohne ein Auto drauf den Anhänger einfach nur hinterherlaufen lässt, merkst du gefühlt nicht, dass ein Anhänger drängt. Du brauchst dich nicht konzentrieren, in den Spiegel zu gucken, gar nichts. Nun stellst du auf diesen Trailer, Worst Case, den wir mal hatten, war mein Bus davor und die braune Praline drauf. So, die braune Praline Karavelle wiegt, glaube ich, irgendwas um die 2 Tonnen leer. Das heißt Trailer am Maximum. Bus am Maximum und selbst dieses Gespann, also wirklich höher und länger und ekliger geht's eigentlich nicht, fährt noch wirklich entspannt mit 100 vor sich hin. Wenn es mal leicht bergab geht, ist es nicht sofort, dass du in den Spiegel gucken musst, weil das Ding anfängt zu schwenken und so weiter. Ne? Das ist halt, da kann ich wirklich nur sagen, es lohnt sich einfach. Für jemanden, der das beruflich oder hobbymäßig macht, ein vernünftiger Trailer gehört einfach dazu. So, jetzt zum Thema Beladen. Ich habe übrigens keine elektrische Seilwinde drauf. Weil erstens ist sie immer am Arsch, weil das Ding halt draußen steht und bei Schlechtwetter auch benutzt wird. Und der nächste Punkt ist, da hat man immer so gar nicht drüber nachgedacht, man kann die elektrische Seilwinde logischerweise nicht an die Steckdose von dem Auto hängen, weil man gar nicht diese Stromstärke von der elektrischen Seilwinde durch dieses Kabel kriegt. Da brennt ihr euch am Auto alles durch. Das heißt, man müsste dazu wieder eine Batterie irgendwo platzieren. Diese Batterie willst du natürlich nicht hier haben, weil du willst ja hier die Stützlast des Autos haben und nicht schon mal 20 Kilo Batterie da stehen haben. Das heißt, man müsste die Batterie irgendwo in Richtung Achse platzieren. Ich habe am Ende gesagt, komm her, einfach eine typische Kurbel, manuelle Seilwinde, die wir nur mitnehmen, wenn wir sie brauchen. Und so ist fertig. So, ein Riesenvorteil, wo man nie drüber nachdenkt, was wir aber schon häufiger gemacht haben. Du brauchst zum Beladen von diesem Trailer kein Auto davor. Das heißt, du kannst diesen Trailer wirklich beladen, ohne dass ein Auto drauf ist. Und das zeige ich euch jetzt mal. Ich ziehe mal ein bisschen nach vorne. So, wenn ich dieses Fahrzeug beladen möchte, mache ich nur Folgendes. Einmal ziehen. Zack. Jetzt kippt der automatisch. Dadurch, dass der Anhänger in der Mitte zweiteilig ist, brauche ich hier kein Auto dran, weil diese Deichsel liegt einfach auf dem Boden auf. Das Gute ist, diese Dämpfer, die hier drin sind, die das Plateau nach oben kippen, hier siehst du, der ist genau so berechnet, dass das Plateau beim Drauffahren erst dann kippt, wenn die richtige Stützlast erreicht ist. Das heißt, ihr braucht euch gar keine Gedanken drum machen. Wie weit muss ich ein Auto nach vorne fahren, dass die Stützlast passt? Wenn ihr hier mit dem Auto hochfahrt und der Trailer kippt, genau so stehen bleiben. Die Stützlast, 75 Kilo, ist perfekt erreicht. So, dann ganz easy. Zack, hier. So, wenn ihr jetzt hier mal so drauf filmt, ich weiß jetzt aus dem Kopf den Auffahrwinkel nicht. Es gibt mit Sicherheit einen Trailer, der ist noch flacher, aber das ist schon flach. Ich würde sagen, ich hole mal mein Lieblingsauto hier, mein Kombi, und wir fahren mal einmal drauf. Endlich in Export.
bin jetzt mal auf der rechten Seite ziemlich eng dran gefahren, um euch auch mal zu zeigen, wie breit er noch ist. Also auf der rechten Seite sind wir jetzt relativ eng dran und es ist immer noch genug Platz. Aber selbst das Auto, der ist jetzt nicht ultra flach, aber ist jetzt auch kein Baumhaus, muss man halt schon so sagen, ne? Geht da wirklich ohne Probleme einfach so drauf, ne? Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich liebe dieses Auto bis heute. Und es wird der Tag kommen, wo dieses Auto nochmal so eine typische Sanierung, Schrägstrich, Restauration bekommt. Ja, das ist jetzt gerade hart gesagt, aber das ist einfach mein Auto. Ich schwärme immer von diesem Auto. Der wird irgendwann, wird der nochmal, also der ist in einem wirklich guten Zustand, aber es wird ja auch älter. Und irgendwann wird der Tag kommen, wo ich mal eine schöne Halle habe, wo ich einfach Platz habe, auch für die Teile. Da werde ich den nochmal zerlegen, dann kriegt er noch einmal eine Dusche und den Unterboden einmal schön machen. Dann. Ja, so, jetzt seht ihr auch mal ein bisschen die Größenordnung, die Proportion. Ist halt genauso für unsere Autogröße gemacht. Auto steht genau gerade, steht minimal über, steht vorne minimal über und passt. Und alleine der Aspekt, dass man halt nicht immer ein Auto vorhängen muss, ist halt auch schon viel wert. Ne? Wollen wir nochmal in eine Trommel reingucken, ja, ne? Weil wir müssen ja eh TÜV machen. Das heißt, es ist ja jetzt interessant, ob der Zug fest ist, ob die Bremse da fest ist und so weiter. Weil dann kann ich euch gleich nämlich auch mal zeigen, wie einfach sich der alleine schieben lässt. Das ist nämlich auch so ein Punkt. Hier vorne drunter ist ein sogenanntes Rangierrad. Das hat einen Grund. Warum ist das da? Weil natürlich lässt sich ein Trailer mit zwei Achsen am besten drehen, wenn er nur auf einer Achse steht. Das heißt, auf vier Rädern verbiegt er sich natürlich beim Drehen, weil die vier Räder auf dem Boden stehen. Auf dem Rangierrad sind die hinteren Räder in der Luft. Jetzt gerade beladen natürlich nicht, aber unbeladen wären jetzt die hinteren Räder in der Luft und man kann den perfekt hier um die Ecke schieben, selber schieben und so weiter. Ne? Also vom Handling her wirklich einfach. Geil. Ja, ich fahre mal runter, dann schieben wir den Trailer mal einmal vor die Garage. Ja, man kann da auch so schön mit hin und her spielen, weil wenn man ihn genau in die Waage fährt, dann kippt er so ganz langsam. Ganz kleine Ergänzung an der Stelle noch, Thema Vergurten von dem Trailer, habe ich jetzt komplett vergessen. Riesenthematik. Du fährst dein Auto auf den Trailer drauf, irgend so ein Light-Trailer und hast eigentlich keine Idee, wie du die Gurte ansetzen sollst. Es gibt Trailer, die haben ein Lochboot, geht allerdings nur beim Stahlboden. Da macht man den Gurt davor und dahinter und ösen und geht über den Reifen. Das ist natürlich gut. Das ist auch sicher. Aber man kommt natürlich auch da schlecht dran. Fitzel hat sich überlegt, wir machen einfach komplett in die Seite alle 5 cm, 10 cm ein Loch. Und die Gurte, die man bei einem Fitzel verwendet, sind folgendermaßen. Man schmeißt eine Schlinge über den Reifen, verbindet diese Schlinge vorne miteinander. Wir blenden mal ein Bild ein und dann spannt man quasi das Auto nach vorne und nach hinten. Das heißt, man geht nicht über den Reifen, sondern man geht mit einer Schlinge über den Reifen und zieht das ganze Rad nach unten. Das geht bei jedem Auto. Das geht auch fast bei jedem tiefer gelegten Auto, fast. Problematisch wird das immer nur, wenn die Felge fast an dem Federbein steht und man hier mit der Schlinge nicht mehr durchkommt. Dann ist es ein bisschen schwieriger, muss man ein bisschen tüdeln. Aber man kriegt so auf jeden Fall jedes Auto gespannt. Wenn man jetzt auch noch ein Auto hat, wie den X-Bow, wo es felgentechnisch egal ist, kann man auch ohne Probleme einfach wirklich von der Mitte einfach eine Schlinge um die Felge spannen, fertig. Also man hat mit diesem Trailer so viele Möglichkeiten, das Auto passend zu verzuren, dass auch das eine Sache ist, die wirklich bei manchen Trailern einfach unterschätzt wird, weil es einfach keine Möglichkeit gibt, etwas zu verzuren. Ne? Hier hat man rundum, selbst vorne, zusätzlich auch nochmal 1, 2, 3, 4, 5 Gurtmöglichkeiten. Da ist man versorgt und kann auch das Fahrzeug in kürzester Zeit angurten. Ihr habt hier gerade gesehen, wie lange es dauert, drauf zu fahren. Ich sage 4 Gurte anlegen, 3 Minuten, 4 Minuten pro Gurt eine Minute, wenn man es ein paar Mal gemacht hat. Schneller geht es einfach nicht. Ist nämlich immer ein Problem, wenn du zu leicht bist. Wir könnten das an dir eigentlich mal testen, Tim. Wenn wir da vorne 75 Kilo haben wollen, dann brauche ich ja logischerweise, da der Hebel kürzer wird, mehr Gewicht auf der Seite hier. Ne? So, das heißt, mit meinen 80 Kilo habe ich nicht, 93 Kilo, muss ich schon ganz nach vorne gehen, um den überhaupt runterzukriegen. Ja, ich muss mich auf die Windenaufnahme stellen. Ja, man muss bis zum Ende und dann runter, ne? Aber auch sowas alles. Wie gesagt, das ist wirklich kein Scheiß, den ich euch hier erzähle. Ne? Das ist wirklich Real Talk. Selbst sowas hier habe ich noch nie, Schande über meinem Haupt, irgendwie geschmiert oder irgendwas. Wir haben natürlich immer die Achsaufnahmen und die Auflaufbremse abgeschmiert, aber das funktioniert halt einfach alles. Ne? Achso, eine Sache, die ich euch noch zeigen will. Diese Rampen.
Kann man nämlich auch hier in der Mitte schieben. Das heißt, wenn man mal in der Mitte irgendwie, wenn ihr mal mit der Harley zum Wörthersee fahren wollt, könnt ihr die auch in der Mitte drauf schieben. Jetzt müsste jeder Räder in der Luft sein, ne? Ja. Ja, und jetzt kommt man hier nämlich auch ohne Probleme um die Kurve rum. So, jetzt wollten wir das vordere Rad, das heißt, wir müssen hier einmal unsere Hebebühne nutzen. Wie ein so ein Akkuschlagschrauber das Leben einfacher macht. Das ist schon. Hier seht ihr, achso, was ich auch noch sagen wollte. Die 8 Felgen sind die gleichen. Also ihr könnt jederzeit innen und außen wechseln. Süß halt, wie klein so eine Pelle ist, ne? Dann schlagen wir die Kappe hier mal runter. Ich hatte sogar immer einen freundlichen TÜV-Prüfer. Grüße gehen raus. Der hat mir das bei der TÜV-Prüfung mal eingestellt. Da ist von hinten einfach eine Rändelung hinter, an der man die ganz einfach nachstellen kann. Weil das Problem ist natürlich, wir haben einen Zug für alle 4 Trommelbremsen. Das heißt, alle 4 Trommelbremsen müssen gleich vorgespannt sein, sonst geht die Auflaufbremse mit seinem ganzen Weg einfach nur in eine Bremse. Weil natürlich immer da, wo die Auflaufbremse bzw. Züge gehen, immer den Weg des geringsten Widerstands. Und wenn eine in die Luft zieht, ist halt doof. Alter, hier. Yeah. Jung. Anzugsmoment, Versicherungsmutter 280 Newtonmeter. Geht. Ja, mit Kompaktlager. Kompaktlager, der alte Techniker hier. Wieso, kannst du das so schon sehen? Ja, also wenn wir keine Sicherung nicht, und so weiter. Genau, also stimmt, 280 Newtonmeter. Also Kompaktlager heißt, dass du keine Vorspannung brauchst. Genau. Also nur halt nur festschrauben, ne? Genau. War halt ganz normales geschlossenes Lager. 280 muss ja eigentlich finden, ne? Ja, eigentlich schon. Schuh. Alter, sogar noch Fett drauf hier. Also jeder, der schon mal an irgendeinem Trailer geschraubt hat oder so, ne? Das Ding stand nie in der Garage. Das wollte ich vorhin noch machen. Wie viele Kilometer haben wir wohl diesen Trailer genutzt? Das wollte ich eigentlich gleich am Anfang sagen. Wir rechnen jetzt mal kurz hoch. Also ich sage mal vorsichtig, wir nutzen den Trailer im Schnitt einmal die Woche 300 Kilometer. Das ist, glaube ich, nicht untertrieben, weil es gibt auch Fahrten, wo wir 1000 Kilometer machen oder wo er Samstag und Sonntag fährt. 300 Kilometer im Schnitt die Woche mal 50 Wochen sind 15.000 im Jahr. Nee, warte mal. Doch. Warte, bin ich jetzt so blöd? 150? Doch, Alter, 15.000 im Jahr? Das wären gute 100.000, die der Trailer hier runter. Das trau ich dir. Ich meine, es kann zu. Schon sein, ja. Es ja. Kann tatsächlich schon sein, dass wir so viel gefahren sind, ne? Oh. Okay. Oh. Aber. So. Geht noch, würde ich sagen. Gibt Schlimmeres, ne? Ja. Widerstein würde jetzt sagen, einmal ausdrehen und weiter geht's, oder? So, ja, okay, aber hier haben wir es jetzt nämlich. Ah. Das war das, was ich befürchtet habe. Also A, aber ist es immerhin noch gangbar? So ist es nicht. So, und... Krass. Okay, eine Blach halt weg, ne? Das ist immer das Problem. Wahnsinn, hier. Sieht man das ja, ne? Ja, siehst du das oben Blach drauf, ist gar keine. Deswegen muss man halt... Also ich hatte so eine Prognose schon, weil einfach 10 Jahre bleiben 10 Jahre. Und an der Stelle ist tatsächlich hier, dank Korrosion, der Belag komplett weg. Hier ist ja noch richtig Belag drauf und der Belag ist komplett weg. Das heißt, natürlich hätte man jetzt die Bremse wieder noch weiter vorspannen können, aber am Ende hätten wir damit die Trommel dann kaputt gemacht, weil dann hätte halt Metall auf Metall hier gebremst und das wollen wir nicht. So. Die hat mit Sicherheit ein Verschleißmaß, das müssen wir mal erfragen, da müssen wir ja mal innen den Durchmesser messen, aber ich würde hier ehrlich gesagt auch einfach nur neue Belege reindrücken. Selbst die Radlager, muss ich ehrlich gesagt sagen, haben ja wirklich eigentlich keinen Ärger gemacht, aber andererseits, man kann sie jetzt natürlich nach 15 Jahren, wenn man es jetzt eh zerlegt hat, auch mal neu machen, ne? Würde ich jetzt mal schon sagen, ne? Vor allem, wenn sie wie hier, guck mal, die sind ja beide einfach nur reingepresst, von der Seite. Ja, von links raus, vor allem, was wird so ein Radlager kosten? 20 Euro? Ja.
Geil. Stummel sehen noch richtig top aus. Das ist jetzt nur noch die Frage mit dem Zug. So, genau. Hier hinter ist ein Sechskant. Der geht sogar nach außen durch. Und wenn ich diesen Sechskant von hier verstelle, ist da eine Umlenkung drin und hier ist eine Spindel. Und diese Spindel fährt sich auseinander. Das heißt, wenn ich den Sechskant hier weiter vorspanne, erzeuge ich an der Stelle hier eine, dass die Belege weiter auseinander gehen. Und das ist quasi die Vorspannung, die man einstellt, dass alle Belege nicht schon anliegen, aber kurz davor sind. Und wenn ich dann bremse, zieht er quasi alle gleichzeitig auseinander. Also ich ziehe mal in dem Seil hier. Nee, also drei Seile sind definitiv lose. Die kann ich jetzt hier ohne Vorspannung, ohne Probleme rein und raus bewegen. Aber dieses hier kriege ich selbst nicht ein bisschen reingedrückt. Das heißt, das ist definitiv fest. Jetzt kann man das vielleicht wieder gangbar machen. Aber wenn das jetzt schon länger fest ist, würde ich sagen, das muss neu. Ja, okay. Also Leute, schreibt mal in die Kommentare, wie ihr solche Videos findet. Einfach nur aus meinem Alltag euch ein bisschen was mit auf den Weg geben. Fitzel, dieses Modell kann ich nur empfehlen. Derjenige, der wirklich mehr als 2,2 Tonnen Zuladung braucht, ich wüsste nicht wofür, kann diesen Trailer auch noch als 3,5er kaufen. Der ist dann aber gleich größer, länger, breiter. Ich fand an diesem Trailer halt einfach immer geil, dass der genau so klein und kompakt ist, dass genau unsere Autogrößen draufgehen. Ne? Ich bestelle jetzt ein paar Teile. Viermal Bremsbacken, viermal Radlager, ein Seil. Ich würde jetzt mal vorsichtig sagen 200 Euro, vielleicht 300 Euro. Und dann geht er hier durch den TÜV. Auf die nächsten 9 Jahre, nur dass ich halt in 2 Jahren wieder zum TÜV muss leider. Das ist der Wahnsinn, wie schnell mittlerweile 2 Jahre umgeht. So, wir gucken jetzt mal einmal die inneren Reifen noch. Was haben die für ein Dot? Auch 21. Okay, ja, nee, Pellen können bleiben. Ab an Rechner, Teile bestellen. Danke fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Und ja, lasst mal einen Kommentar da.